Okay, wir können auch das erste Mal außerhalb von einer Zwischensequenz, wo wir in der wir waren, in der wir den Raum gesehen haben, können wir in den Computerraum rein. Sehen ja schon ziemlich fancy aus. So Laptop 17 Zöllner artig von der Größe her, wenn nicht sogar noch größer, 19 Zöllner. Könnte 19 oder 21 Zöllner sein. Tragbar sehen die auch nicht unbedingt aus, müssen ganz schön schwer sein. Aber was macht Alisa hier statt Lacrosse? Was schaust du stattdessen nach, hm? Ist dieser Klassenraum nicht normalerweise versperrt? Das ist er, aber als ich mal einfach mal auf gut Glück versucht habe, ihn zu öffnen, war er tatsächlich auf. Der Hausmeister muss vergessen haben, ihn abzuschließen, nachdem er hier mit was auch immer fertig war. Verstehe. Und was bringt dich hierher? Ich habe mich vorhin mit Ferris gestritten. Sie hat mich mit Fragen gelöchert, was meinen Familiennamen angeht, nachdem sie, ja, die Sache mit Sharon rausgefunden hat. Und du bist davor geflohen. Hierher. Wie oft muss ich mich mit sowas auseinandersetzen? Sie scheinen ziemlich, ja, aufgeregt zu sein, deswegen. Vielleicht gibt es irgendetwas, was ich tun kann, um mir zu helfen. Ja, ich würde sagen, also mit Vieh und Alisa mache ich auf jeden Fall... Mache ich auf jeden Fall dann Free Time, beziehungsweise, ja, Bonding Event. Ist dann noch die Frage, für wen ich das dritte Bonding Event aufbrauche. Wir sind im Kunstraum. Ich glaube, wir sehen Mary zum ersten Mal mit allen anderen Mitgliedern des Kunstraums hier. Alle labern die ganze Zeit irgendwas von ihren potenziellen Prüfungsergebnissen und so, als wäre das irgendwie wichtig. Aber letztendlich sind doch Testergebnisse genauso wie das Alter von Mädchen nichts weiter als Nummern. Ich habe das Gefühl, dass da gerade irgendetwas übersetzt war, was eigentlich nicht im Original mit drin steht. Bitte vergesst das. Streicht das aus eurer Erinnerung. Habe ich nie gesagt. Das würden nur Lollikons sagen. So wie der Meti oder so. Und dementsprechend sind Testergebnisse auch völlig inkonsequent, also völlig ohne Belang für meine Kunst. Sie sind nichts als Zahlen. Und daher haben sie nichts mit meiner Kunst zu tun. Ich hatte eigentlich vor, den Clubraum ein bisschen aufzuräumen, jetzt nachdem alle mit den Prüfungen fertig sind. Und du kannst dir meine Überraschung vorstellen, als ich dann hierher kam und es waren schon alle da. Es gibt nichts anderes oder nichts, das eine Lehrerin glücklicher macht, als zu sehen, wie die Schüler sich ihrer Arbeit widmen. Der Kunstclub ist wirklich mit einigen sehr hingebungsvollen Mitgliedern gesegnet. Natürlich gilt das auch für all die anderen Clubs hier an der Akademie. Die TORS hat wirklich eine Menge sehr fleißiger und hingebungsvoller Schüler. Es ist jedes Mal, es geht auch nach Jahren nicht weg. So oft man auch Students liest, es will einem doch immer wegen Studenten über die Lippen rutschen, obwohl es ja eben Schüler ist. Verdammter Force Friend. Unsere Zwischenprüfungen haben mir ein klareres Bild davon gegeben, was ich zeichnen möchte. Ich habe nicht vor, irgendetwas bei Wettbewerben oder Wettstreiten einzureichen. Zumindest jetzt nicht. Ich werde mich einfach nur erstmal auf das Gemälde selbst konzentrieren. Ich fühle mich ziemlich gut, was meine Performance bei den Zwischenprüfungen angeht. Ich mache mir jetzt nicht unbedingt Sorgen oder Gedanken darüber, wie hoch ich jetzt in der Rangliste bin. Aber ich hoffe, dass unsere Klasse insgesamt gut abschneidet. Vivi dachte, dass es eine gute Idee ist, einen Wettstreit zu machen, für wer das bessere Ergebnis bei dem Examen, bei der Prüfung hat. Sie behauptet, dass sie eine besondere Strafe in petto hat, für wer auch immer verliert. Und jetzt, abgesehen von dem Stress auf die Ergebnisse zu warten, fühle ich mich jetzt auch noch gestresst wegen dem, was sie womöglich planen könnte. Ehrlich gesagt mache ich mir mehr Sorgen um Vivis Testergebnis als um mein eigenes. Was hackt sie da nur wieder aus? Tja, das werden wir wahrscheinlich auch irgendwo bald erfahren. Ich gehe mal hier zuletzt hin.
Aus Gründen. So, reden wir doch erstmal mit Elliot, wenn ich an der Bank hier vorbeikäme. Nichts entspannt mich so sehr, wie ein bisschen mit der Violine zu spielen. Vor allem, da ich während der Zwischenprüfungszeit nicht allzu viel Zeit dazu hatte. Ja, die meisten Clubs, ja, pausieren ja ihre regulären Treffs, während die Prüfungszeit am Laufen ist. Du scheinst ziemlich glücklich zu sein. Sieht man mir das so an? Ich habe vor, so ziemlich den ganzen Tag einfach noch vor, hier zu sein und Violinen zu spielen. Nachdem ich so lange nicht gespielt habe, bin ich ein bisschen außer Form geraten. Deswegen muss ich wieder in den Flow kommen. Es würde mich interessieren, ihn spielen zu sehen. Würde es mich tatsächlich auch. Können wir vielleicht Elliot für die Nummer 3 ein wenig in die engere Wahl nehmen. Weil ich andererseits auch Tova gerne wieder aushelfen würde. Weil ich zweifle, dass wir wirklich ein Violinstück hören werden, selbst wenn wir mit Elliot ja, die Freetime dann machen. Das wird bestimmt für das Akademie-Festival, wo das Konzert des Musikclubs stattfinden wird, bestimmt wird da irgendwie ein extra Soundtrack-Stück dafür vorhanden sein, gehe ich mal zumindest ganz stark von aus. Alle wirken jetzt so entspannter, nun da die Prüfungen vorbei sind. Ich fühle mich auch ziemlich gut. Ich sollte mal versuchen, ein paar neue Stücke zu spielen. Wo wir gerade dabei sind. Ich frage mich, was Ellen wohl gerade macht. Der versucht seinen Stolz mal wieder gegen Patrick zu retten. Vielleicht werde ich Ellen mal einen Besuch abstatten. Ich muss ihn fragen, warum er mir aus dem Weg geht. Tu das. Klärt das, bevor es zu eurem Konzert beim Akademie-Festival kommt. Weil wenn man für einen Auftritt oder so irgendwas noch auf dem Herzen, auf den Schultern hat, was einen belastet und so weiter, dann kann man eben nicht mit der vollen Inbrunst, mit der Freiheit des Herzens und so weiter spielen. Wenn man mit seinem eigenen Herz nicht im Reinen ist, wie will man dann die Herzen der Zuschauer, der Zuhörer, ja, wie will man die dann einfangen? Außer, dass man dann eben versucht, gerade über das Konzert mit den entsprechenden Stücken ja, seine Melancholie oder eben seine Herzenssorgen dann zu verarbeiten. Das ist natürlich auch eine Methode, sozusagen das dann in Energie für das Künstlerische umzuwandeln. Weißt du, ja meistens die tragischen Figuren, die die besten Romane, die besten Musikstücke schreiben, die eben wirklich ja, sich darüber ausdrücken oder das verarbeiten, was sie in ihrem sonstigen Leben immer plagt, sind dann die dann meistens überraschenderweise damit auch die meisten Menschen berühren und am erfolgreichsten sind. Aber auch der Erfolg sorgt dann nicht unbedingt dafür, dass sie dann ihre Sorgen so null, mir nichts, dir nichts direkt auch wieder loswerden. Diese Flöte funktioniert nicht. Versucht mal durch das Mundstück zu blasen, Mint. Oh. Was? Ja, allen fehlt ein wenig die Übung nach den Prüfungen. Deswegen müssen wir uns bald wieder ordentlich in Schwung begeben. Und vor allen Dingen Mint. Also, die sollte sich dreimal so viel anstrengen. Was sagst du noch dazu? Upsi. Schätze, dass ich mich etwas hab gehen lassen, jetzt wo die Prüfungen vorbei sind. Aber erstaunlich, dass du immerhin den Weg immer zum Musikraum doch findest, wo wir dich ja eigentlich als Hoko Onchi kennengelernt haben, also als jemand, der nicht gut in der Orientierung ist. Jemand mit schlechter Orientierung, Hoko Onchi. So, im Klassenraum dürfte sich ja eigentlich keiner aufhalten. Werfen nochmal einen Blick rein, nix, dann gehen wir nochmal kurz aufs Dach. Bevor wir uns auf zur Margarita machen. Bei dem schönen Wetter keiner auf dem Dach. Vielleicht ist es denn hier oben schon zu heiß. Wer weiß, der Preis ist heiß. Aber noch heißer ist Margarita. Hallo Nikolas! In letzter Zeit hat Margarita ja unglaublich viel Enthusiasmus in ihre Kochkünste gesteckt. Das vielleicht daran, dass wir mit der Prüfung durch sind? Wie dem auch sei, von mir ist auf jeden Fall keine Beschwerden. Ach stimmt, wir müssen ja trotzdem erst wahrscheinlich mit der Dame beim Blumenshop sprechen, bevor wir
Margarita als die Verfasserin der drei Briefe entlarven können. Deswegen, das wird jetzt wahrscheinlich noch nichts bringen, mit ihr zu reden. Ist das eigentlich nicht ausreichend schon genug, ohne dass wir jetzt noch die Blumenfrau fragen müssen? Zeit, neue Kekse zu backen für mein nächstes Treffen mit meinem Liebling Vincent. Was für eine Geheimzutat soll ich wohl diesmal mit reintun? Ja, eigentlich ist das ja schon die Antwort sämtlicher Fragen, aber wir müssen trotzdem erst der Questlinie folgen. Offenbar. Und mit der Dame vom Blumenshop reden. Na, dann machen wir das direkt mal als nächstes. Mal gucken, wie sieht es mit der Zeit aus. Jojo, so. Zumindest die Nebenquest werde ich, denke ich mal, hoffentlich in dieser Folge hier noch hinbekommen. Wenn sie nicht zu lange läuft. Entschuldigen Sie, würde es Ihnen ausmachen, wenn ich Ihnen eine Frage stelle? Nein, überhaupt nicht. Gerne doch. Ja, wir erklärten die Situation und fragten nach Erstklässlerinnen, die irgendwelche Grand Roses gekauft haben. Es wäre nicht allzu schwierig, wenn ich auf meine Verkaufsliste oder meine Verkaufsaufzeichnung schaue, aber ich bin mir nicht wirklich sicher, dass ich diese Information weitergeben sollte. Danke. Kunden, Geschäftsgeheimnis, Informationsschutz, Privatsphäre und so weiter und so fort. Das verstehe ich. Ich habe auch nicht vor, mit dieser Information irgendetwas zu tun, was die Person sehr wahrscheinlich nicht will, dass ich es tue. Wenn die Person mir sagt, dass ich ihre Identität geheim bleiben soll, dann ist es auch das, was ich tun werde. Verstehe. Nun, wenn das der Fall ist, dann kann ich ihr, denke ich, helfen. Aber erinnere dich daran. Es ist deine Aufgabe, der mysteriösen Senderin der Briefe deine Unterstützung zu geben und mehr nicht. Ja, ich will ihr viel Glück wünschen. Diese Anfrage stellt sich als ziemlich kompliziert oder ziemlich anstrengend heraus. Nun gut, ich habe drei Erstklässlerinnen, mir fallen drei Erstklässlerinnen ein, die zuletzt eine Grand Rose gekauft haben. Wenn man von der Reihenfolge der Klassennummer geht, ist die erste Barrel aus Klasse 3. Okay, unsere Wahrsagedame, eine Grand Rose als Zeichen der Liebe. Wahrscheinlich nur, damit sie irgendwann ihr Liebeswahrsagehäuschen aufmachen kann, um das Liebeshoroskop aller Leute zu lesen. Muss ich gerade von dem Anime, den ich gerade übersetze und bearbeite, dran denken, wo genau das gerade in der Folge auftaucht. Dann haben wir Vivi aus Klasse 4, wo wir eigentlich schon wissen, wie und warum sie das hat, weil wir das ja im Prinzip für sie abgeholt haben, wenn das noch zählt als Ende zur Zeit. Und Rosine von Klasse 5. Margarita? Verstehe. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Die Sache mit Vivi, oder dass sie Vivi erwähnt hat, besorgt mich ein wenig. Ich hoffe nicht, dass sie jetzt wieder denselben Trick bei wem anders versucht. Gern geschehen. Viel Glück. Beryl, Vivi und Rosine. Beryl, Vivi und Rosine. Beryl, Vivi und Rosine. Und keine Margarita. Das wird wirklich komplizierter, als ich dachte. Beryl, Vivi und Rosine. Muss ich nochmal kurz gucken, welche Klasse sie war. Das ist unsere Dame hier bei der Kirche, ne? Rosine. Ja, das ist sie hier. Da hat auch schon das Zeichen drüber. Ich weiß nicht, ob es irgendwie extra Akademiepunkte mehr gibt, wenn man irgendwie direkt mit der Spur spricht, die einen direkt weiterführt. Deswegen, ich speichere mal sicherheitshalber an dieser Stelle hier schon mal auf einem neuen Spielstand. Sieht man auch, wenn ich das hier aufnehme. Und dann reden wir doch mal direkt mit Rosine. Entschuldigung, du bist doch Rosine aus Klasse 5, nicht wahr? Das stimmt. Wieso fragst du? Ich habe da eine kleine, etwas persönliche Frage für dich. Wir erklärten die Situation und fragen sie, ob sie diejenige ist, die Brief an Vincent geschickt hat. Oh nein, das war definitiv nicht ich. Ich habe eine Grand Rose gekauft, aber die war für die Dekoration der Kirche. Verstehe.
Tut mir leid, dass ich eine so peinliche Frage gestellt habe. Ist schon in Ordnung. Wirklich Dekoration für die Kirche? Wirklich? So, Vivi ist draußen hinten bei den Blumen. Reden wir mal mit ihr als nächstes. Hallo Vivi. Was ist los, Lin? Wurdest du so von meinem weiblichen Charme eingenommen, dass du keinen weiteren Moment von mir getrennt sein wolltest? Es gibt etwas, was ich dich gern fragen würde. Wir erklärten ihnen die Situation und fragten, ob sie diejenige ist, die Vincent Briefe geschickt hat. Na, wenn das nicht interessant klingt. Ich nehme das mal als ein Nein. Ja, ich wünschte, ich wär's gewesen. Aber ich habe gerade zu viel Spaß dabei, Linda ein wenig aufzuziehen, als dass ich gerade irgendeinen Jungen im Blick habe. Natürlich. Aber du hast eine Grand Rose gekauft. Ich hoffe doch, dass du nicht wieder eine weitere Seele, die nichts Böses im Schilde führt, ausgetrickst hast, um ihr zu helfen. Oh doch, hab ich. Aber kannst du mir das vorwerfen? Sie fällt jedes Mal drauf rein, ich kann einfach nicht anders. Du bist ein Monster. Arme Linde. Ich frage mich, wie sie das aushalten muss was sie alles aushalten muss mit einer Schwester wie Vivi. Ja. Na, wart's mal ab, bis irgendwann dir Linde mal ordentlich Kontra geben wird. Irgendwann muss das ja mal passieren. Ich muss ins Student Union Gebäude. Weil da ist unsere Wahrsagerin oben. Und vielleicht kann sie uns dann wahrsagen, wer denn der oder diejenige ist, die tatsächlich die Liebesbriefe an Vincent schickt. Du, reden mit mir. Du bist doch Beryl aus Klasse 3, nicht wahr? Ja, das bin ich. Was willst du von mir? Es gibt etwas, was ich dich fragen will. Ja, erzählen ihr alles und fragen, ob sie diejenige ist, die Vincent Briefe geschickt hat. Sehe ich wie ein Mädchen aus, was Interesse an Liebe, an Romanzen hat? Ich brauchte die Grand Rose für ein Ritual, das ist alles. Verstehe, das beantwortet meine Frage. Jetzt frage ich mich allerdings, was das für ein Ritual ist. Tja, das ist alles, was ich fragen wollte. Sorry, dass ich dich gestört habe. Manchmal ist es gut, gestört zu werden. Schönen Tag wünsche ich dir. Ich habe alle drei Mädchen gefragt, von der mir die Blumenlady erzählt hat. Aber keine von ihnen scheint die Absenderin der Briefe zu sein. Damit ist diese Spur wohl ins Leere gelaufen. Ich sollte zunächst einmal Vincent Bericht erstatten. Dann werden wir das mal tun. Gehen wir zurück zu Herrn Vincent, der uns vielleicht dann jetzt den entscheidenden Tipp geben wird. Oder wir stoßen direkt, wie Margareta jetzt zu ihm gegangen ist. Und die beiden stehen schon hier direkt nebeneinander. Gucken wir mal Schau. Nö, er wartet hier noch alleine. Und hat sich deine Untersuchung als erfolgreich erwiesen? Oder sag mir, hast du die mysteriöse Frau wohl möglich sogar mitgebracht für mich? Oh, so sei doch still, mein schlagendes Herz. Nun ja, um ehrlich zu sein, ich habe sie ja letztendlich nicht gefunden. Du, das kann doch nicht wahr sein. Hast du die Dame vom Blumenladen gefragt, so wie wir es diskutiert haben? Ja, und ich habe alle drei Mädchen gefragt, die Grand Roses gekauft haben. Aber sie haben sie alle aus anderen Gründen gekauft und nichts davon hatte mit dir zu tun. Ich kann es dir im Detail erzählen, wenn du willst. Nein, erzähl nichts im Detail, weil hier Geheimnis und so. Das ist egal. Wenn es nicht um mich geht, dann geht es einfach nicht um mich und dann hat es mich nicht zu interessieren. Tut mir leid, dass ich dir nicht helfen konnte. Aber eine Sache macht mich dennoch neugierig.
Wo könnte ein Mädchen eine Grand Rose herbekommen, wenn sie nicht zum Blumenladen hier in der Stadt gegangen ist? Schwierig zu sagen. Nun, wenn die Grand Maiden eine Noble, eine Adelige ist, dann hat sie womöglich eine andere Quelle der Besorgung. Jedoch... Mein Darling Vincent, ich hab dich gefunden! Es ist auch wirklich Hoarse Voice, also so eine raue Stimme. Ich habe sie von Anfang an immer richtig immer richtig synchronisiert. Wer ist da? Sag, was du hier zu suchen hast. Die Kekse, die ich gebacken habe, waren noch viel leckerer, als ich es mir je hätte vorstellen können. So lecker, dass sie lediglich meinem vom Schicksal verliehenen, mir vom Schicksal verliehenen Lippen meines Geliebten würdig sind. Meines eleganten, bezaubernden Darling Vincent. Was könnte eine Person so einnehmen oder so von ihr Besitz ergreifen, aus dem Nichts, dass diese Person dann solche befuddeligen Worte sagen würde? Huch. Befuddeling. Befummelnde Worte. Nein, Befuddeling. Berauschen? Okay, dann halt berauschende Worte sagen würde. Und noch viel wichtiger, ich habe nicht die geringste Ahnung, wer du... Oh doch, du hast deine Ahnung. Was, wenn ich dir sage, dass ich die ganze Zeit die Grand Maiden war? Unmöglich. Ich kann dir keinen Vorwurf machen dafür, dass du vor Freude völlig sprachlos bist. Mein wahrer Name ist Margarita Dresden. Die liebliche Grand Rose. Die lieblichen Grand Roses, die beigefügt waren, wurden von meiner Familie gezüchtet. So hast du sie also... So hast du sie also in die Hände bekommen. Wenn du Teil von Baron Dresdens Familie bist, dann könnte es sein, bedeutet das etwa... Oh, du kennst also die Geschichte. Ja, du liegst mit deinem Verdacht richtig. Ich, Margarita Dresden. Ich bin ich, Margarita Dresden, bin eine Nachkommin... Von der Familienlinie der lieblichen Grand Maiden selbst. Also aus der Geschichte, die er erzählt hat. Hale ist doch, denke ich mal, sowas wie Nachkomme oder sowas. Nein, bestimmt nicht Heil. Hagel, Zuruf. Hail Mary, gegrüßet seist du. To Hail zurufen. Hail Damage, Hagel, Schaden. Ja, wahrscheinlich To Hail. Sie hailed von derselben Familie. To Hail from. Herstammen, kommen aus. Ja, okay, doch da. Das ergibt Sinn. Das ist völlig inconceivable. Nicht nachzuvollziehen. Inconceivable. Unmöglich oder irgendwie sowas. Undenkbar, unvorstellbar, unfassbar. Wie könnte es ausgerechnet du verwandt sein mit der Grand Maiden? Wie könntest du mit ihr... Wenn ihre Schönheit praktisch eine welke Blume ist, verglichen mit meiner oder mit deiner. Ich weiß schon, Darling. Wir denken ein und dasselbe. Oh, du bist ja so ein Süßer. Was du da gerade gesagt hast, könnte nicht weiter von meinen eigentlichen Gedanken entfernt sein. Selbst wenn du dich schüchtern gibst, bist du dennoch immer noch wundervoll und reizend. Die Überraschung auf deinem wunderschönen Gesicht zu sehen. Achso, ja, diese Überraschung jetzt auf deinem Gesicht zu sehen, hat es es wert gemacht zu warten, bis ich meinen wahren Namen dir gegenüber offenbare. Nun, mein wunderschöner Vincent, ist es an der Zeit, dass du mir die Antwort für die Liebesbriefe gibst. Möchtest du mit mir gehen? Du hast die Wahl zwischen zwei Antworten. Ich würde nur zu gerne, oder? Es gäbe keine größere Ehre. Wie viele Optionen gibt es hier nochmal?
diese Frau könnte nicht weiter von der Demure. Warum müssen Adlige immer solche bescheuerten Begriffe verwenden? Von der sittsamen, prüden, gesitteten, Jungfrau nicht weit entfernt sein, die ich eigentlich aus den Briefen herausgelesen hatte. Meine einzige Antwort für dich ist ein eindeutiges Nein. Nun verschwinde und störe mich nicht weiter. Verstehe. So ist das also. Gerade wenn ich dachte, du könntest nicht noch süßer werden, bist du tatsächlich auch noch eine Tsundere. Ist wahrscheinlich das, was sie im japanischen Original gesagt hat. Also ein Mann, der seine wahren Gefühle verbirgt. Wie bitte? Du musst dich nicht fürchten. Hier bitte ist ein von diesen Spezialkeksen, die ich vorbereitet habe. Ein Bissen und tja, du wirst nicht länger das Gefühl haben, dass du deine innersten Wünsche vor der Öffentlichkeit wirst verstecken müssen. Sag mir nicht, dass du irgendetwas in deine Kekse mit hineingemischt hast. Oh, das weiß nur ich und... Naja, ich und du wirst es aber herausfinden. Komm nicht näher! Bleib zurück! Du stehst ja nicht einfach nur da. Ich brauche deine Hilfe, wenn ich das hier überleben will. Ich weiß aber auch nicht, wie ich mit so einer Situation hier umgehen soll. Mach dir keine Sorgen, mein Liebling. Es mag einen kleinen Nachgeschmack geben, aber... Am Ende wird es es wert gewesen sein. Ich habe nach euch gesucht, Meister Vincent. Sarifa! Dürfte ich euch fragen, was ihr an einem Ort wie diesem hier tut? Sarifa, ich flehe dich an. Befreie mich aus dieser schrecklich furchteinflößenden Situation. Wenn ich mich recht entsinne, bist du die liebe Maid meines Sweethearts, nicht wahr? Das ist also die Sarifa, die er erwähnt hat. So sehr ich es auch nicht mag, diese gegenwärtige Situation zu unterbrechen, fürchte ich, dass ich es tun muss. Meister Vincent, eure Anwesenheit ist im Wohnheim für die Adligen ja mit unverzüglich gewünscht oder vonnöten. Eine Lieferung oder ein Paket oder irgendeine, ja sagen wir einfach Lieferung von höchster Wichtigkeit von Count Florid wartet dort auf euch. Verstehe, dann habe ich keine Wahl. Ich sollte mich sofort auf den Weg machen. Aber... Diese Kekse sind ein Geschenk für Meister Vincent, nicht wahr? In dem Fall dürfte ich euch bitten, dass ihr sie mir überlasst. Ich werde sicherstellen, dass er später jeden einzelnen von diesen Keksen genießen wird. Nun, wenn du darauf bestehst. Ja, etwas widerwillig gab Margarita die Tasche mit den Keksen an Sarifa weiter. Es scheint so, als hätte Meister Vincent euch auch in diese ganze Sache mit involviert. Ich hoffe, das hier kann ein wenig den Schmerz, den ihr durch all seine Nervereien erleiden musstet, lindern. Prismatic Cape. Vielen Dank. Und damit wünsche ich euch allen einen wunderschönen guten Tag. Lasst uns gehen, Meister Vincent. Ja, lasst uns gehen. Schade, dass wir nicht das finale Ergebnis sehen durften und konnten. Macht sich Margarita jetzt an uns ran? Das wär's ja. Diese Maid könnte sich als ein ganz schönes Hindernis herausstellen. Aber das tut nichts zur Sache. Es wird ausreichend Gelegenheiten haben, um meinem Darling von hier an, ja, zu wooen und so, ne? Versuchen, ihnen sein Herz zu gewinnen oder so. Schätze mal, ich sollte mich an eine weitere Ladung Kekse machen. Okay, der heutige Tag war auf jeden Fall schon mal voll mit sehr interessanten Begegnungen. Zumindest ist damit diese Anfrage fertig.
gucken. Prismatic Cape haben wir bekommen. ATS 15 und Confuse. Speed 3 und Prevents Delay. Na gut. 15 ATS ist durchaus schon nice für unsere potenziellen Caster und alles. Gut, dann würde ich nochmal ganz schnell hoch nochmal reingehen, schauen, ob Margarita zurück ist und ob sie jetzt eigentlich was anderes sagt, wenn wir jetzt hoch zum Kochclub gehen. Ganz kurz abchecken hier. Oh, sie ist gar nicht hier. Sie ist gar nicht hier. Dabei hat sie doch gesagt, sie will weiter Kekse backen. Wo ist Margarita dann? Wo ist Margarita dann? Ist sie eventuell Vincent gefolgt zum Dormitory der Upper Class? Vielleicht hat sie sich auch dort die Küche hergenommen, um dort Kekse zu backen. Sie braucht den Kochclub jetzt nicht mehr unbedingt dafür. Können wir mal zumindest schauen, ob wir sehen, ob hier irgendwas los ist, auch mit Meister Vincent, wenn hier die Lieferung angekommen ist. Zumindest stehen die beiden schon mal hier. Hatte ich da mit meinem Verdacht recht, Sarifa? Ja, hattet ihr. Diese Kekse wurden mit irgendeiner Art von Stimulanz-Serum oder Chemikalie glasiert. Ich kann zwar bestätigen, dass sie nicht giftig sind, aber ich konnte bestätigen, dass sie nicht giftig sind. Vielleicht wollt ihr ja einen probieren. Mach doch keine Scherze. Es gäbe keine einzige Sache auf dieser Welt, die mich jemals überzeugen könnte, einen von diesen Keksen zu essen. Diese Entwicklung hat dafür gesorgt, dass Meister Vincent wie ein neugeborenes Fawn sich windet oder so. Werfen, Junge bekommt, ein Kitz setzen, schleimen, wedeln. Sich hin und her wedelt mit dem Schwanz. Nee, das passt ja eigentlich in der Situation gerade gar nicht so gut. Und also vollkommen schreckhaft ist und so weiter. Eine Tragödie, wahrlich. Aber womöglich mag diese Wolke sogar so etwas wie ein Lichtstreif am Horizont sein, wenn es ihn ermutigt, öfter drinnen zu bleiben und sich auf sein Lernen zu konzentrieren. Und was hast du dazu zu sagen? Es war irgendwas war wirklich unglaublich furchteinflößend daran, wie Margarita mich gejagt hat mit diesen Keksen in der Hand. Wenn ich mir allein das nur wieder in Erinnerung rufe, läuft mir ein kalter Schauer den Rücken hinab. Okay. Du hast noch wieder weiter geredet von der Maid, die jetzt bei uns in unserem Dormitory ist. Vielleicht ist Margarita einkaufen gegangen. Zutaten für die Kekse oder so. Das heißt, vielleicht ist sie hier drin. Nöp, hier sind nur die üblichen Verdächtigen. Oder sie ist hier drin. Auch nicht. Searching Margarita. In der Sonntagsschule auch ganz bestimmt nicht. Das heißt, sie wird sich dennoch doch irgendwo oben auf der Akademie noch rumtreiben. Gehe ich mal ganz stark von aus. Weiß nicht, ob ich sie jetzt wirklich nochmal von oben bis unten durchweg irgendwie aufsuchen will, wo ich sie eventuell finde. Die Bibliothek wahrscheinlich auch nicht. Sie wollte eigentlich Kekse machen, deswegen wäre zurück zum Kochclub das eigentlich Logischste gewesen. Ich kann ja mal zumindest ganz kurz gucken. Weil mich würde jetzt schon interessieren, hier sind nicht mehr Leute als vorher. Würde schon interessieren, ob wir sie irgendwie finden können, nochmal für den kleinen Extra-Dialog. Vielleicht schneide ich da auch kurz hin, wenn ich sie finde. Ansonsten werde ich noch die Aufnahme sowieso gleich beenden und dann zu meiner zumindest Verabschiedung auch hinschneiden. Weil eigentlich habe ich alle denkbaren Orte im Prinzip abgesucht, deswegen ja, scheiß drauf. Vielleicht gucke ich kurz zwischen den Aufnahmen dann, wenn ich mich erinnere, vor der nächsten Aufnahme dran, ob ich Margarita noch finde. Ansonsten stelle ich mich jetzt aber schon mal hier hin. Hier rein zu den beiden, damit wir dann als nächstes die Hauptquest von den beiden machen. Das heißt, nächste Aufnahme wird die Hauptquest hier.
dann die drei Bonding-Events und wenn ich es in der Folge noch schaffe, werden wir vielleicht zumindest noch mit dem, mit dem alten Schulgebäude anfangen. Kommt eben drauf an, wie lange ich dann die Aufnahmen mache. Ich versuche immer so 2-3 Folgen aufzunehmen, dass dann so, ja, ich etwa 1 bis maximal 2 Aufnahmen pro Woche habe. Das kann ich so einigermaßen gut mit meinem Zeitplan gerade vereinbaren. Deswegen, das waren jetzt auch, glaube ich, 3 Folgen, die ich geschnitten habe aus dieser Aufnahme hier. Deswegen speichere ich jetzt erstmal hier drüber. Das heißt, wir hätten sowieso mit allen drei Mädchen sprechen müssen. Da gab es kein richtig oder falsch. Das heißt, ich kann da hier durchaus drüber speichern. Und würde sagen, verabschiede mich dann an dieser Stelle, bedanke mich fürs Zuschauen und sage wie immer, Matane, bis zum nächsten Mal. Tschüss.